Nachhaltigkeit ist für mich ein sehr vielfältiges Thema, das von der Unternehmensstruktur bis hin zu oder der unternehmerischen Ausrichtung bis hin zum Verpackungskonzept irgendwo reicht. Wir im Bereich TQ Drives sind per se ja schon in einem sehr nachhaltigen Umfeld unterwegs, in dem wir wirklich aktiv an der Mobilität der Zukunft mitarbeiten. Ob das die Cargo Bikes sind, die Probleme der Städte lösen werden in der Zukunft, oder ob das Speed Pedelecs sind, die Pendlern eine Alternative zum Auto bieten, oder ob es dann am Ende des Tages wirklich die Mountainbikes sind, die einfach Leuten eine Möglichkeit bieten, wieder mehr rauszukommen und sportlich aktiv zu werden. Nachhaltigkeit bedeutet für uns auch, dass wir uns Partner aus unserem Umfeld suchen, um die Wege kurz zu halten. Bedeutet für uns ganz konkret in dem Bereich E-Bike, dass wir all die Produkte, die wir selber in-house produzieren können, auch wirklich hier in Deutschland produzieren. Das heißt, heute, Stand heute schon, alle Motoren, alle Displays, alle Remotes werden hier am Standort in Deutschland produziert. Aber es geht weiter, auch, sage ich mal, Dinge, die wir selber nicht produzieren können, wo wir Partner brauchen, suchen wir uns Partner aus dem Umfeld, um einfach die Wege kurz zu halten und unseren Beitrag zu leisten. Das bedeutet für uns auch, dass wir uns langfristig auf ein Geschäftsmodell einstellen wollen. Wir sind keine Firma, die 2, 3 Jahre lang was probiert und dann gleich aufgibt. Ich denke, das können wir nicht nur sagen, sondern wir haben es bewiesen. Wir sind seit 10 Jahren mit dabei. Und das Ganze besteht auch aus der Motivation, ein nachhaltiges Umfeld für unsere Kunden, für unsere Partner, aber auch vor allem für unsere Mitarbeiter zu bieten. Das Ganze, sage ich mal, hier am Standort in Inning haben wir auch noch ja, sehr, sehr attraktive und schöne Arbeitsbedingungen geschaffen, wo alle gerne herkommen. Wir haben ein Umfeld geschaffen, wo alles unter einem Dach ist, wo wir von der Produktidee über die Produktentwicklung bis hin zur Produktion alles unter einem Dach haben. Und ich denke, das ist ein Umfeld, das den Leuten Spaß macht. Was uns jetzt hier besonders am Standort Inning betrifft, ist, dass wir unsere Produktion zusätzlich noch mit Solarstrom betreiben, also selbst produzierter Strom auf dem Dach geht am Ende in unsere E-Bike-Antriebe rein.